In der heutigen Folge machen wir ein saisonales und frisches Bärlauchdressing. Wir machen heute eins meiner Lieblingsdressings mit frischem Bärlauch. Den haben wir hier oben und auch bereits gezupft und gewaschen. Könnt ihr hier in etwa erahnen. Weitere Zutaten: Salz, Pfeffer, eine wirklich kleine Knoblauchzehe, so viel brauchst du da gar nicht. Etwas Dijon-Senf, das heißt Weißweinessig, da etwas Öl, hier würziger Käse. Ich habe jetzt Bergkäse genommen, würde auch Pecorino oder Parmesan gehen. Und Naturjoghurt. Wie immer alle Zutaten unten in der Beschreibung. Dann schnappen wir uns die Zutaten, die jetzt irgendwie bearbeitet werden müssen. Den Käse nehmen wir uns und werden den Bärlauch ziemlich fein hacken. Dann Knoblauch und Käse einfach nur in gefällige Stücke. Wird eh alles püriert, dann geht es einfach ein bisschen besser mit dem Mixstab. Ihr könnt es jetzt sehen, ein bisschen gefällige Stücke vom Käse und den Bärlauch, weil er ein bisschen faserig ist, wirklich schön fein hacken einigermaßen. Dann schnappen wir uns hier einen Messbecher, oder mache ich zumindest, und einen Pürierstab. Geben jetzt den Bärlauch da einmal hinein. So schaut es dann aus. Ich versuche mal mit der Kamera das Ganze einzufangen. Ja, damit das besser klappt, geben wir mal das Öl hinein und ebenso geben wir den Essig hinein. Weißweinessig. Ja, dann mixen wir das Ganze einfach auf. Und dann schaut das erstmal in etwa so aus. Dann geben wir die restlichen Zutaten fast hinein, fast alle Zutaten. Den Senf geben wir rein. Wir salzen nach Geschmack. Wir pfeffern nach Geschmack. Und dann geben wir den Knoblauch rein. Wie gesagt, eine Zehe würde jetzt einfach nur länger dauern beim Mixen, deswegen ein bisschen klein geschnitten. Den Käse geben wir jetzt nach und nach rein. Hier ist einer verschwunden. Zack, geht auch noch rein. Und dann fangen wir an, weiter zu mixen. Soll am Ende eine homogene Masse ergeben. Erinnert vielleicht inhaltlich ein bisschen so an so ein Pesto. Und dann schaut es am Ende des Prozesses zunächst mal so aus. Sehr wunderbar aromatisch schon. Dann haben wir hier den Naturjoghurt und geben jetzt unser, ich nenne es jetzt mal Pesto, hinein. Tolle daran ist, man kann mit der Menge des Joghurts nun bestimmen, wie intensiv und nicht intensiv, wie flüssig oder nicht flüssig das Ganze werden soll. Ich nehme ebenso vorweg, man kann das auch wunderbar als Dip für vielleicht Gemüse oder Ähnliches benutzen. Für mich soll es jetzt allerdings ein Dressing sein. Ich mag die Konsistenz so, wie man sie hier sieht. Wie gesagt, mit dem Joghurt kann man spielen und es dann einfach so gestalten, wie man will. Einfach nur, ums Herz zu zeigen. Hier ein kleiner Feldsalat mit einer Garnele. Probiert es unbedingt aus. Ich liebe es. Und wünsche am Ende, wie immer, Bon Appetit.